Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Ihr seht es, wir sind wieder mal auf unserer wunderschönen Alpenmap Neu-Mini-Brunn und ich habe hier schon mal alles in Position gebracht, unseren Fendt mit Ladewagen, mit Ballenanhänger und da hinten steht auch schon der Valtra mit dem Göweil, aber zuerst möchte ich hier in diesen, den Lamborghini springen, denn wir müssen hier noch weitermachen. Mit der Ernte sind wir ja soweit durch hier auf dieser Map, beziehungsweise in dieser Jahreszeit im August. Und jetzt machen wir hier die Felder soweit fertig und das Feld hier, das wird jetzt erst nochmal gegrubbert. Und da sind auch wieder die Kollegen. Jupp. Und schweben ein bisschen vor sich hin, gerade eben sind sie runtergefallen, okay. Und wenn wir das Feld soweit fertig gegrubbert haben, gehen wir rüber. Und zwar hier werden wir noch die Ballen fertig machen. Wir haben hier jede Menge Stroh auf den Feldern gehabt. Und das eine Stroh haben wir jetzt lose eingesammelt. Und hier auf dem Feld machen wir eben Ballen, weil wir ja zum Beispiel bei den Kühen die Strohballen direkt einwerfen können. Bei den Schweinchen müssen wir ja das Stroh lose einwerfen. Und außerdem können wir das lose Stroh auch gleich hier zu Strohsilage verarbeiten in unserem Fermentersilo. Also es gibt jede Menge Arbeit bzw. Möglichkeiten für unser Stroh. Oh, da sind wir schon durch, also noch in die nächste Bahn. Und dann werden wir es wieder so handhaben, dass wir unseren Teleskoplader holen und dann werden wir die Ballen verladen. Natürlich mit einer kleinen Hilfe jetzt mittlerweile. Ich habe jetzt die Autoload-Funktion aktiviert hier bei unserem Ballenwagen und wir werden aber die Ballen alle hinbringen, aber das Autoload soll uns dann helfen, dass die Ballen doch ordentlich dann auf dem Wagen platziert sind. Ne? Wir machen dann so ein bisschen halb-halb. So. Dann machen wir noch die letzte Bahn hier fertig und dann holen wir unseren Frontlader bzw. den Teleskoplader. So, das wird einen Ball noch geben. Das Ganze laden wir manuell ab, dann haben wir ein bisschen mehr Kontrolle. Und dann nehmen wir hier den Rest noch mit rein. So. Und dann fahren wir mal zurück zum Hof. So, hier könnte man natürlich auch ein bisschen Wege noch reinmalen. Ich denke, wir werden irgendwann mal eine kleine Folge machen, wo wir nur die Wege oder ein bisschen Kosmetik hier an der Map durchführen. Aber das können wir dann auf jeden Fall in der Zeit machen, wo wir nichts auf den Feldern oder wo wir uns nicht um unsere Tierchen kümmern müssen. So, ich habe jetzt im Moment auch den Verkehr hier, den Straßenverkehr wieder ausgeschaltet. Den könnten wir wieder einschalten, denn mit den Helfern sind wir soweit durch hier auf der Karte, denn es hat sich gezeigt, im Prinzip funktioniert das bei einigen Feldern ganz gut. Also gerade bei der Kartoffelernte hat das sehr gut funktioniert mit den Abfahrern mit zwei Stück, aber nicht natürlich, wenn die Autofahrer hier auf der Map unterwegs sind, dann funktioniert das natürlich nicht. Dann werden wir den Verkehr mal ausschalten, damit die uns helfen können, die Helfer. Und danach können wir den Verkehr ja wieder einschalten. Das machen wir jetzt gleich. Aber erst parken wir mal die Göweil. Ups, müssen wir nochmal vorziehen. So. Okay, ich glaube, so können wir die stehen lassen, auch wenn sie vielleicht ein kleines bisschen scheps steht. Stellen wir mal den Traktor dahin. Ein bisschen in den Schatten. Und dann spurten wir mal rüber. Ich denke, der Lamborghini wird in der Zwischenzeit auch fertig sein. So, aber wir schalten jetzt erstmal wieder den Verkehr ein. Verkehr war, glaube ich, hier Verkehr an. So, jetzt überlege ich gerade, wo haben wir denn jetzt wieder die Ballengabel? Wir müssen so mal einen festen Ort suchen. Einen festen Ort, wo man das Ganze... Okay. So. Ja, und an der Stelle sei gleich schon verraten, also wer den letzten Stream gesehen hat von der Galgenberg, der hat ja gesehen, dass wir wieder ein bisschen, was das ein oder andere Thema angeht, ratlos waren. Zum Beispiel das Thema Proteine für unsere Hühner. Stopp. Aber die Gabel sollte man schon mitnehmen, ne? Mann, Mann, Mann.
Ah, und packt ihr das Teil? Hallo? Ach, das ist... Ja, ich muss mal überlegen, ob wir mit dem Glas hier weitermachen. Das ist immer also ein bisschen verzwickt, weil der hier praktisch zwei Einstellungen hat. Ne, über der, da sieht man links oben über dem Fahrzeug sieht man eine 1 und dann kann man dann auch umstellen in so in die 2. Und dann kann man, glaube ich, hier die Türen oder ähnliches öffnen. Hier hinten Fenster und so weiter. Na? Die Türen könnte man irgendwie noch öffnen. Ja. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall ist es alles ein bisschen verwirrend. Warum sind wir jetzt im Hochrunder-Modus? Ne, jetzt sind wir wieder nicht im Hochrunder-Modus. Im 1-2 sind wir im Hochrunder-Modus. Alles klar. So, wo war ich stehen geblieben? Ach, zur Galgenberg. Da gab es ja wieder einige mysteriöse Sachen. Zum Beispiel, warum unser Striegel nicht funktioniert hat, wo wir ja Unkraut bekämpfen wollten. Und, ja, die Sache mit den Proteinen. Also, ich habe jetzt das Rätsel gelöst, in Anführungszeichen. Aber ich werde es hier nicht verraten. Denn am Dienstag ist es wieder soweit. Dienstag und freitags gibt es ja bei mir immer Livestream. Die Galgenberg 2.0 spielen wir in der Food Plus Variante. Und im Classic-Format, das heißt als neuer Farmer, auf dem Standardhof mit seinen tollen Features. Und das wird Thema auf jeden Fall des nächsten Streams sein, was jetzt wirklich das Thema Proteine sind für unsere Hühner. Und was es jetzt mit dem Striegel auf sich hat, warum der nicht funktioniert hat, so wie wir uns das gedacht haben. Also in beiden Fällen bin ich ein bisschen schlauer. Und es gibt da noch jede Menge andere Neuerungen. Wir schauen mal erstmal zu unserem... Ja, der ist fertig, das dachte ich mir. Dann packen wir hier mal ein. Wie sieht es denn überhaupt aus auf dem Feld? Okay... pH-Wert ist soweit noch okay. Stickstoff ist 0 drauf. Wir können auch generell mal kurz reingucken. Die Situation mit den Bodenwerten scheint sich deutlich zu verbessern. Also jetzt haben wir hier 92. Ihr seht, dass die Balken jetzt ausschlagen. Nur bei der Bodenbearbeitung irgendwie merkwürdig. Da kommt man nirgends über die 50. So, da sind wir noch bei 0. Da müssen wir noch ein bisschen was tun. Also, wie gesagt, Bodenbearbeitung ist irgendwie komisch. Ja, überall... Maximal 50, woran das liegt, weiß ich noch nicht. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass sich jetzt die anderen Balken entsprechend bewegen. Und wir sind jetzt bei einer Umweltbewertung von 10%, die unsere Verkaufspreise steigern. Also hier müssen wir noch ein bisschen Hand anlegen. Und zwar bei der Unkrautbekämpfung. Ja, okay. So, hier sind wir auch mittlerweile voll. Da haben wir ja Mais drauf. Und da ist interessanterweise, okay, da hatten wir bis jetzt immer Gras drauf. Müssen wir mal schauen, ob das dann nach der Ernte, weil hier hat sich auch vieles verändert während der Ernte und hier ebenfalls auch. Wir werden sehen. Okay, wir steigen jetzt erstmal hier in den Lambo, bringen den rüber. So. Jetzt müssen wir auch wieder ein bisschen aufpassen. In der Regel, yep. Weil dann werden wir das Feld hier natürlich auch anschließend sofort grubbern. So, dann sind wir hier wieder mal mit 4 Geräten unterwegs gewesen. Naja, den einen Traktor haben wir schon wieder weggebracht. So, dann werde ich jetzt hier die Autoload-Funktion einschalten. Jetzt überlege ich gerade, muss dazu der Motor an sein? Ich glaube ja. Arbeitsstellung. Ja, ja, da müssen wir immer den Motor erstmal einschalten. Aber ich glaube, dann kann er aus sein. Weil dann schnappen wir uns mal die ersten Ballen. So, weil dann können wir, glaube ich, auch wirklich versuchen, gleich 2 Ballen zu schnappen. Das müsste der Kollege hier aushalten. Weil das Gute ist nämlich, dann können wir nämlich einfach das Zeug hier drauflegen.
Denn das letzte Mal mit dem Sortieren hat ja nicht so gut funktioniert und dann packt er uns die Ballenwesens ordentlich hin. Und ich denke, das ist ein fairer Kompromiss. So haben wir dann ja auf jeden Fall unsere Arbeit. Aber müssen uns dann nicht zu sehr rumplagen, in Anführungszeichen, mit dem Zentrieren, mit dem Platzieren. Das ist dann doch ein bisschen sehr, sehr aufwendig. So. Und das wären schon einige Ballen. Okay. Und dann würde ich doch fast sagen, dann machen wir doch einen kleinen Zeitraffer, oder? Damit das ein bisschen zügiger geht und ihr trotzdem alles seht. Wir sehen uns also. Bis gleich. Viel Spaß. Ja, da sind wir wieder. Das war jetzt mal ein kleiner Zeitraffer hier zwischendurch, um das bisschen hier zu verkürzen. Aber ihr habt gesehen, wir haben also die Ballen jetzt ordentlich hier alle aufgesammelt. Und das müssten die letzten zwei gewesen sein. Und ich finde, das klappt dann wirklich sehr, sehr gut. Dann kommen wir auch gut vorwärts, wenn wir eben dann doch hier die Autoload-Funktion von dem Wagen nutzen. So, den Ball noch und den Ball noch. Und jetzt schauen wir uns nochmal kurz um. Oder habe ich mich geirrt? Nee, alle Ballen müssten weg sein. Dann fahren wir mit dem erstmal wieder zum Hof. So, da drüben müsste doch eine Ausfahrt sein. Ja, genau. So, sehr schön. Verkehr links, rechts, alles klar. Und los rein hier. Und dann werden wir mal anschließend nochmal ganz kurz hier bei unseren Tierchen reinschauen. Vielleicht müssen wir auch unsere Kühe füttern. Ich glaube, die Schweinchen könnten auch was gebrauchen. Aber unabhängig mal davon, schauen wir auch gleich mal, was das Stroh sagt. Wir könnten natürlich auch schon mal anfangen, hier zum Beispiel die Felder ein bisschen vorzudüngen. Das mache ich ja immer wieder gerne. Zum Beispiel, wie sieht es denn bei uns mit dem Mist aus? Haben wir genügend Mist? Dann könnten wir zum Beispiel das Feld hinten, das wir gerade schon mal gegrubbert haben. Wie viel haben wir? 35.000. Okay, das könnte theoretisch reichen. Ups, nicht in die Gabel rennen. Nicht in die Gabel rennen. Arbeitssicherheit geht vor. So. Müsste man eigentlich auch, glaube ich, die Gabel eher so machen, ne? Ups, und schon fahren wir da wieder irgendwo dagegen. Die Gabel. Ich überlege jetzt gerade, legen wir die gleich ab? Brauchen wir die Gabel? Brauchen wir sie nicht? Wir gehen mal in Standby. Mit ihm hier. Okay. So, dann bringen wir unseren Fendt. Müssen wir noch... ich überlege gerade. Kranarm. Nee, der hat Ballen entladen. Wir müssen natürlich jetzt in Transportstellung, weil der hat ja keine... der hat ja keine Spanngurte hier, der Wagen. Aber wie gesagt, der gefällt mir sehr gut. Der lässt sich gut rangieren. Da kriegen wir auch ordentlich Ballen drauf. Das passt. Ich glaube, den verwenden wir auch auf der Galgenberg. Ja, es ist halt einfach so. Wenn man mit Material zufrieden ist, dann muss man ja auch nicht immer wieder wechseln.
natürlich mal das eine oder andere antesten, um zu sehen, ob es vielleicht noch ein bisschen besser sein kann. Gar keine Frage. Aber wenn was funktioniert, dann nutzen wir es auch. So, dann fahren wir mal hier rein. Dann kommen wir von oben an das Ballenlager. Ja, und was ich mir auch Gedanken gemacht habe, ist natürlich unser Drescher. Ich bin mir relativ sicher, dass unser Topliner das die letzte Saison für ihn war. So. Müssen wir mal schauen, was wir nächstes Jahr holen. Ein bisschen was Schnelleres, damit wir auch vielleicht die ein oder andere Lohnarbeit noch hinzufügen können. Achso, ich überlege gerade, es reicht eigentlich nur, da drüber zu fahren, oder? So war es doch. Müssen wir gar nicht direkt abladen, damit er die Ballen einlagert, oder? Doch nicht. Das, ja, okay, jetzt muss ich mal gucken. In die andere Richtung geht's gar nicht, gell? Das haben wir jetzt schon auf der Galgenberg festgestellt. Also ich bin ein kleines bisschen irritiert. Ich glaube, das letzte Mal hat er die Ballen sofort... Ja, okay, so geht's auch. Okay, alles klar. So, wo müssen wir jetzt mit ihm hin? Reset Positions, okay. Arbeitsstellung haben wir nicht. Brauchen wir nicht. Ich glaube, den bringen wir jetzt erstmal wieder hier rein. Und dann beginnen wir erstmal mit dem Grubbern auf unserem Feld, wo wir jetzt fertig geworden sind. Wobei ich also überlege, würde man eigentlich erst den Mist ausbringen und das Ganze dann untergrubbern oder würde man es doch so machen? Gerade am Überlegen. Also auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal mit dem Fendt drüber fahren. So, unseren Miststreuer, den schon mal anhängen. Dann können wir den auch schon mal beladen. Jo, oh, Max, okay. Und dann schauen wir mal ganz kurz rein, wie das sich denn jetzt mit unseren Tierchen verhält. So, wir haben jede Menge Milch. Die werden wir dann im Winter verkaufen. Stroh ist noch eigentlich noch genügend drin. Aber wir könnten trotzdem noch mal kurz reinfahren. Mischrationen. Ja, schauen wir mal. Das müsste auf jeden Fall noch reichen. Okay, bei den Hühnern, da müssen wir auf jeden Fall noch was einwerfen. Und die Schweinchen, okay. Ja, Stroh ist voll. Klar, da haben wir ja den Ladewagen voll reingeworfen. So, Basisfutter, Wurzelfrüchte haben wir zum Glück durch unsere Kartoffelernte jetzt richtig den Bunker voll gemacht. Aber Basisfutter, Getreide, Protein. Jetzt muss ich mal schauen. Basisfutter... Raps, Gerste, wir haben kein Mais, ne? Mais haben wir angebaut und da warten wir darauf, dass es erntereif ist. Und das ist erntereif im Oktober. Okay. Ja, ist schon ein bisschen mau, ne? Also, dann würde ich doch sagen, schmeißen wir mal ein bisschen Raps ein. Stopp. Was macht er denn? So, erstmal zumachen. Falsche Taste. Wir springen. Achso, den Motor können wir natürlich ausschalten. So. Wir springen nochmal kurz zu unserem... Glas. Werden wieder mal den Frontanbau wechseln. Nehmen unsere Schaufel und werfen mal kurz ein bisschen was bei unseren Hühnern ein und bei den Schweinchen. So. So, aber bevor wir das machen, gehen wir mal kurz hier zum Lambo, weil den können wir schon mal hier auf die Spur bringen. Ah, das Feld ist gut, da oben hat es keine Bäume. Ihr wisst ja, das Problem hier ist immer ein bisschen, dass die Bäume sehr dicht am Feld stehen. Und
Achso, jetzt habe ich gerade überlegt, wollten wir denn hier zuerst Mist ausbringen und dann untergrubbern? Dann könnten wir nämlich mal beides ausprobieren. Das würde mich nämlich auch interessieren, wie das dann von den Texturen aussieht. Jo, das machen wir. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Schweinchen, denn das Ganze werden wir in der nächsten Folge machen. Jetzt holen wir erstmal, füttern wir unsere Tierchen. So, einmal Raps bitte. Einmal Raps für die Schweinchen. So, das müsste passen. Genau, schön hier rein. Okay. Und dann holen wir nochmal Getreide, werfen das bei den Hühnern rein und den Rest bekommen dann nochmal die Schweinchen. Jo, da drüben gibt es Eier im Gegensatz zu unserem kleinen Galgenberg-Projekt. Aber wie gesagt, ich habe die Lösung jetzt. Produzieren hier unsere Hühner ja die Eier, so wie sie es auch gehört. Aber wir arbeiten ja bei Galgenberg. So, Gerste machen wir voll. Mit Food Plus. Und Food Plus heißt eben eine modifizierte Fütterung. Und dann bekommen eben die Hühner nicht nur entweder Hühnerfutter oder nur eben das Getreide, sondern wir müssen auch Proteine einwerfen. Und ich habe lange, lange überlegt und jetzt auch ein bisschen probiert, was denn jetzt eigentlich Proteine bedeutet. Und das werdet ihr auf jeden Fall dann zu sehen bekommen. Und das Rätsel werden wir lösen in der nächsten Folge am Dienstag im Livestream zur Galgenberg 2.0. Also, wenn ihr das gerne sehen möchtet, 20.30 Uhr am Dienstag und immer am Freitag wird mit Livestream hier sein für circa 2 Stunden und den Stream könnt ihr euch dann, falls ihr den Termin verpasst, natürlich am nächsten Tag ab 12.30 Uhr als Video ansehen hier auf YouTube. So, jetzt werfen wir ja noch das Getreide ein, den Rest 4.400. So, das müsste doch passen, oder? Sind wir dicht genug dran? Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann passt das alles wieder. Dann stellen wir hier unseren Teleskoplader auf die Platte. Machen den Motor aus. Und mit dem Bild darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken für diese Folge, fürs Zusehen, für eure Geduld. Hoffe, das hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht könnt ihr ja das eine oder andere für euer Spiel hier mitnehmen. Würde mich freuen. Natürlich über ein Däumchen, über eure Kommentare freue ich mich immer. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, natürlich auch über ein Abo. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder auf unserer wunderschönen Alpenmap Neu-Medebrunn hier im Landwirtschaftssimulator. Und bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.